Ja, hallo. Ich möchte dir was erzählen, was du wahrscheinlich für Quatsch halten wirst, was ich gut verstehen kann. Aber es ist tatsächlich wahr. Und ja, du musst es aber nicht glauben, aber vielleicht hörst du es dir einfach mal an. Und es hat was damit zu tun, wie ich den meisten, oder wie soll ich sagen, es ist das, was am meisten hilft. Es ist das, was meinen Kunden, die zu mir ins Coaching und in die Rückführungstherapie kommen, was die durchschlagendste Wirkung hat, wenn man da erfolgreich mitarbeitet. Und das kann wirklich sehr transformativ sein. Auch schon nach einer Sitzung kann das ein ganzes Leben komplett verändern und Beschwerden können verschwinden. Die ganze Stimmung kann sich ändern und so weiter. So, und was ist diese mysteriöse Sache, von der ich da jetzt spreche? Lass mich mal vorher eine Frage stellen. Was meinst du, was passiert, wenn wir sterben? Hast du wahrscheinlich auch schon mal drüber nachgedacht, aber das ist natürlich etwas, wo man vielleicht nicht so gerne drüber nachdenkt. Diese Idee, dass man irgendwann sterben wird, ist ja nicht so angenehm. Ja, und ich habe mir einen Beruf ausgesucht, wo man sich damit viel beschäftigt. Oder will man so sagen, es liegt nicht so direkt im Fokus, aber es kommt einfach ständig auf, weil in der Therapieform, die ich anwende, eine Form der Rückführungstherapie, da führe ich meine Klienten in eine Trance und in dieser Trance haben sie wieder Zugriff auf Erinnerungen, auf die man im normalen Bewusstseinszustand keinen Zugriff hat. Und man kann zurückgehen, weit zurückgehen in die Kindheit, in die Zeit der Geburt, in der Zeit im Mutterleib und sogar noch weiter zurück zu früheren Leben. Ja, kann man fragen, gibt es das frühere Leben? Ist das vielleicht nur Fantasie? Ja, das ist die Frage. Man kann es natürlich schwer beweisen. Es gibt Dinge, die lassen sich einfach nicht so leicht beweisen. Vor allem Dinge, die einfach was eine Frage der inneren Erfahrung sind. Aber ich kann dir sagen, dass wenn man mit diesen Erfahrungen, die da auftauchen, die die Menschen dann in der Sitzung wiedererleben, wieder durchleben, davon erzählen. Wenn man damit so arbeitet, als wäre das wirklich passiert, dann erzielt man damit super Ergebnisse. Ja, man muss es selbst mal erlebt haben, um sich da ein abschließendes Urteil bilden zu können. Ich kann das völlig verstehen, wenn du da jetzt erstmal skeptisch bist. Ich bin auch lange sehr skeptisch gewesen. Ich habe da lange gar nichts von gehalten, bis ich dann auf der Suche nach immer besseren quasi Methoden, wie ich mit Menschen arbeiten kann, wie ich Menschen helfen kann, irgendwann dann doch auch auf die Rückführungstherapie gestoßen bin und die gelernt habe. Und da jetzt schon seit vielen Jahren mit arbeite. Und aus dieser Erfahrung heraus kann ich dir sagen, das ist mehr als Fantasie, aber glaub es, du brauchst es mir nicht zu glauben, ich kann das völlig verstehen. Und wir leben ja auch, oder wir wachsen ja auch auf und leben in einer Welt, wo wir ein ganz anderes Weltbild vermittelt bekommen, das eher materialistisch ist, wo so Dinge, die man dann auf diesem materiellen Weg nicht so einfach messen kann, dass die dann auch nicht ernst genommen werden. Genau, insofern kann ich die Skepsis gut verstehen, aber lass uns mal weitergehen in dem, was ich erzählen will. Also ich begleite die Leute dann in dieser Trance und die erzählen mir von früheren Leben, oder auch Kindheitserfahrung, früheren Leben und dann ist natürlich immer ein wichtiger Moment, der Todesmoment. Warum ist das immer ein wichtiger Moment? Weil genauso wie die Geburt, das ist natürlich auch ein wichtiger Moment, aber der Tod, damit endet ja ein Leben, damit endet eine Geschichte. Und da findet dann meistens auch ein
eigentlich immer ein Rückblick statt auf das Leben, das man gelebt hat. Und dann ist es so, dass man dann merkt, dass man den Körper verlassen kann. So berichten es die Leute immer wieder. Und dass man nicht der eigene Körper ist. Man merkt dann, für viele ist es natürlich überraschend dann in dem Moment, man merkt, ich bin nicht mein Körper. Mein Körper liegt jetzt da. Ich bin raus aus meinem Körper. Und ich bin ja immer noch da. Und was dann passiert, ist unterschiedlich. Für die Mehrzahl der Leute ist es so, dass sie sich dann lösen. Sie lösen sich dann von dem Körper, sie lösen sich von dem Ort, sie lösen sich von dem Leben, das sie gelebt haben. Und dann ist so ein Erleben von, dass man aufsteigt, dass man an einen ganz anderen Ort kommt. Oft ist es auch so, dass berichtet wird, dass das auch Wesen sind, die einen abholen, vielleicht auch Verstorbene, Verwandte, Freunde. Und das Leben findet dann wirklich ein Ende. Man lässt es hinter sich und kommt an einen sehr schönen, lichtvollen Ort. Und irgendwann wird man vielleicht dann wiedergeboren. Nun ist es so, dass das aber nicht für alle so läuft, sondern es gibt eben auch den Fall, dass einen irgendwas noch festhält an den Körper, an die Inkarnation, an den Ort. Das können verschiedene Dinge sein. Das Gefühl, ich muss noch auf mein Kind aufpassen, ich muss meine Familie beschützen, ich muss denen noch sagen, wo der Schatz vergraben ist. Ich stehe da irgendwie noch in der Schuld. Ich kann den noch nicht verlassen, loslassen. Es kann auch eine Angst sein. Man hat immer gehört, okay, wenn man gestorben ist, dann kommt jetzt das höchste Gericht und ich habe ja gesündigt hier und da und dann komme ich in die Hölle oder irgendwie sowas. Also dass man eine Angst hat, dann weiterzugehen, weil man Angst eben vor davor hat, gerichtet zu werden. Und verschiedene andere Sachen. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten. Es kann auch sein, dass man in so einer Verwirrung ist, dass man es nicht richtig verstanden hat, dass man gestorben ist. Zum Beispiel, weil man unter Medikamenteneinfluss war, Opiate, oder es ging alles so plötzlich. Man war eigentlich noch jung, konnte sich gar nicht vorbereiten auf den Tod. Es ist vielleicht durch einen Unfall passiert oder so. Und man hat es, der Körper ist irgendwie weg, aber man hat es gar nicht richtig verstanden. Man denkt, man ist noch da. In so einer Verwirrung. Und also es gibt Menschen, die sterben. Der Körper ist tot, aber der Rest, die Seele, der nicht körperliche Teil, der dann austritt, der geht dann nicht weiter. Der geht dann nicht in den Himmel oder ins Licht oder wie man das auch nennen mag, wo die Seelen dann hingehen. Der bleibt auf der Erde und das nennt man erdgebundene Seelen. Das ist zumindest ein Begriff dafür. Und so als erdgebundene Seele ist es so, dass man kann ja nicht so richtig teilnehmen. Man hat keinen Körper mehr. Man ist nur noch so ein Schatten quasi. Und da scheint es dann die Tendenz zu geben, sich Lebende zu suchen, wo man dann irgendwie mitleben kann, wo man sich so ein bisschen ranhängen kann. Also die erdgebundenen Seelen, es ist alles jetzt aus vielen, vielen, vielen Rückführungserlebnissen von meinen Klienten meiner Kollegen in meiner Ausbildung und in unseren Ausbildungen und so weiter. Zusammengetragenes Wissen quasi, ne? Also diese erdgebundenen Seelen, die halten sich dann vielleicht an einem Ort auf, zum Beispiel im Friedhof oder im alten Haus oder in der Wohnung, wo sie dann mal gewohnt haben oder so. Oder sie hängen sich an eine Person dran. Und
da gibt es dann auch wieder so Faktoren, die das begünstigen können, dass sie sich an eine bestimmte Person dranhängen, also eine gewisse Resonanz. Und wenn sie dann erstmal an der Person dranhängen, dann ist es so, als wenn diese Person, als wenn du Auto fährst, ne, also du bist quasi der Steuermann, du steuerst das Auto deines Lebens, deines Körpers, aber du hast da irgendeinen auf der Rückbank sitzen, und das ist dir gar nicht richtig bewusst, der redet dir manchmal rein, der kommt mit seiner Stimmung auch rein in verschiedenen Situationen. Und es ist zwar noch so, dass du das Auto fährst, aber irgendwie beeinflusst er deine Reise. Und na gut, diese Analogie vom Auto ist jetzt natürlich auch nur begrenzt. In der Praxis ist dann so, dass wenn jetzt zum Beispiel diese erdgebundene Seele, die sich an jemanden rangehängt hat, wenn die irgendwelche körperlichen Probleme hatte, als sie noch am Leben war, dann kann es sein, also was weiß ich, die hatte ein Rückenleiden oder so, dann kann es sein, dass derjenige, an den sie sich drangehängt hat, dass der dann auch ein Rückenleiden hat. Oder ich hatte jetzt zum Beispiel gerade eine Klientin, die hat Angst im Wasser. Und wenn sie im Wasser ist, wenn sie im Meer ist, dann irgendwann wird es ihr mulmig. Dann hat sie immer so das Bild, jetzt kommt bestimmt gleich ein Hai. Und dann hat sie Angst und dann geht sie raus. In der Arbeit zusammen, in der Trance, hat man dann Kontakt auch zu diesen, zu so einer erdgebundenen Seele, die an einem dran ist. Wir nennen die auch Anhaftung. Wenn sich diese erdgebundene Seele dann an jemanden drangehaftet hat, das nennen wir eine Anhaftung. Und da die ja an dir dran ist, hast du zu der auch Kontakt. Du kannst mit der kommunizieren. Allerdings so nicht bewusst, das ist dann ja normalerweise nicht bewusst, sondern auf so unbewusster Ebene. Wenn du dann in einem Zustand bist, wo du mit deinem Unbewussten kommunizieren kannst, wie wir das in so einer Trance haben, dann, das ist dann mit Anleitung natürlich einfacher, kann man mit dem Bewusstsein dieser erdgebundenen Seele kommunizieren. Und lass mich noch mal eine Sache jetzt sagen, vielleicht, weil das für viele jetzt vielleicht schon total spooky ist. Oh Gott, er redet von Geistern, er behauptet, Geister gibt's wirklich und so weiter und so fort. Also erstmal brauchst du mir das ja nicht glauben. Na, du kannst jetzt einfach mal so als Hypothese nehmen oder wie auch immer. Aber was ich dir sagen kann, ist, dass das ist gar nicht so dramatisch oder so tragisch. Das ist nicht so wie im Geisterfilm, dass da irgendwelche bösen Absichten sind oder so. Die große Mehrheit, 99% dieser Anhaftungen, dieser erdgebundenen Seelen, die sind einfach nur verwirrt. Die haben das einfach nur nicht richtig geschnallt, dass es Zeit für sie ist zu gehen. Und die haben einfach den Weg nicht richtig gefunden. Und vielleicht haben sie auch irgendwie noch eine fixe Idee, warum sie meinen, da bleiben zu müssen. Aber letztlich ist es auch eine gewisse Verwirrung. Und wenn man ihnen erklärt, dass was passiert ist, dass sie gestorben sind, wenn man sich das nochmal anschaut, das kann man dann machen, sich das nochmal anschauen, auch in dieser Rückführung, in diesem Wiedererleben. Wenn die dann wirklich verstehen, was passiert ist, kann man ihnen helfen, die Verbindung wieder zu finden, quasi nach oben, um den Weg dann auch zu finden, um dann auch zu gehen. Und das ist das, was wir dann in der Sitzung machen, wenn wir so eine Anhaftung identifiziert haben, gefunden haben, jetzt als Therapeut oder Coach mit unserem Klienten, dann helfen wir der zu gehen. Und das ist überhaupt nicht so wie im Film mit Geisteraustreibung oder irgendwie sowas. Das ist, geht mit einem freundlichen Dialog, mit ein bisschen Überzeugungsarbeit, und das ist easy. Also wenn einmal der Kontakt da ist zu so einer erdgebundenen Seele, oft sind es übrigens auch verstorbene eigene Familienmitglieder, die wollen einem nichts Böses.
wenn der Kontakt erstmal da ist, wenn man das weiß, aha, daher kommen meine Probleme sozusagen, dann ist das dieser Schritt, diese erdgebundene Seele zu lösen, zu verabschieden, ins Licht zu schicken sozusagen, das ist der einfachste Schritt beinahe. Also man, ja, wenn man ein bisschen weiß wie, ne? Aber die erstmal zu finden, das ist schwieriger. Vor allem, wenn man dieses ganze Phänomen nicht kennt, ne, dann kann man natürlich auch nicht danach suchen. Jetzt erzähle ich dir davon, jetzt kannst du danach suchen, weil du jetzt davon weißt. Also das ist schwierig, überhaupt erstmal die Anhaftung zu finden, aber wenn man sie gefunden hat, dann kann man das oft relativ gut und elegant dann lösen. Und das geht in einer Sitzung. Und wie gesagt, damit sind die dramatischsten Veränderungen dann möglich. Weil all das, was diese Person dann, diese Anhaftung dann mitgebracht hatte, irgendwelche Leiden, irgendwelche psychischen Themen, irgendwelche Ängste oder irgendwelche fixen Ideen, irgendwas, was sie nicht wollte, was du machst in deinem Leben sozusagen, was sie stattdessen wollte, dass du machst, das ist dann alles weg. Also es kann wirklich dann eine große Befreiung sein. Genau. Das wollte ich dir erzählen. Und wenn du da noch mehr Interesse hast zu, wenn du vielleicht Lust hast, selbst mal bei dir zu gucken, wenn du einen Verdacht hast, naja, ich habe da irgendwie so ein Thema, wo ich schon ewig mich frage, wo kommt das eigentlich her, wie kriege ich das weg, dann lade ich dich ein, mit mir ein kostenloses Vorgespräch zu machen. Du kannst einfach auf meiner Website einen Termin ausmachen. Dann nehmen wir uns ein bisschen Zeit und können das mal quasi gemeinsam erörtern, ob das für dich Sinn macht, da mal eine Sitzung zu machen und da mal genauer zu gucken. Und wenn dich das Thema auch sonst interessiert, vielleicht bist du selbst Coach oder Therapeut oder arbeitest irgendwie so im verwandten Bereich, im Heilberuf oder so, dann lade ich dich ein, mal auf meiner Website zu schauen. Einmal gibt es die Website soulsense.de, Soul wie die Seele, S-O-U-L, Sense wie der Sinn, S-E-N-S-E.de. Da findest du dann noch mehr Informationen. Ja, dann so viel erstmal von mir. Hab einen schönen Tag. Ich werde jetzt mal meinen Spaziergang hier beenden. Ja, alles Liebe, ne? Tschüss.